Ich glaube, das wird der letzte Part von Brother in Arms und in Bloodline. Deswegen werde ich hier mal versuchen, durchgehend was zu erzählen. Kommen Sie mal hier hoch nochmal. Granate! Es muss doch irgendwie, ich muss den Kerl doch irgendwie treffen. Paddock, los! Feind unter Beschuss! Der einzige, der überlebt hat hier. Wow, ist das laut, das tut mir leid. Weil wir gucken uns das mal in der Übersicht an. Wir haben hier die da hier. Die sind böse. Dann haben wir hier, seht ihr, was ganz Schönes. Eine nette 8-8 zur Begrüßung. Kann uns aber hier unten auf der Straße nicht treffen. Hoffe ich jetzt mal. Komm jetzt, stirb jetzt. So. Genau, seht ihr, das ist der blöden Scheißartillerie ihr Problem. Wie die da hier nicht von der Explosion getroffen werden. Oh, haben wir hier noch ein MG oder was? Nee. Nee. Kann ich treffen. Die kann ich aber killen, das ist kein Problem. An denen komme ich irgendwie. Genau mal. Den daher kann ich auch kriegen. Komm! Was war das? Würde ich nicht anstellen. Ach, das nervt. Ich krieg die nicht richtig weg. Wegen Flash-Gesichtern. Kommt jetzt. Ich krieg den einfach nicht weg. Mach ich doch. Was willst du denn noch mehr? Haben wir erwischt? Jo, haben wir erwischt. Haben wir erwischt. Nice. Gucken, jetzt muss ich mal schauen, wie die da so drauf sind, die bösen Flak-Kerle da. Ich hab Angst wegen diesen blöden Scheiß-Mörder-Ding.
ich will den dabei. Dabei haben. Tempel! Sperrfeuer! Macht schon! Bitte sag jetzt nicht, die Artillerie hat mich gesehen und zielt auf mich. Geht über die Flanke! Noch mehr Crowds! Bumm! Wie der nicht stirbt, halt. Ja. Die Explosion müsste den Kerl eigentlich durchsieben, aber für ihn, der hier, der müsste tot sein. Nicht mehr viel Munition. Er müsste, die müssten tot sein, beide zusammen. Noch eine Munition. Noch ein Magazin. Die sterben halt auch nicht. In Deckung gehen! Ich hoffe, der überlebt es jetzt. Ja, nach da drüben! Los! Hey doch, gib mir mal Munition. Okay. Ich werde beschossen. Wie die halt nicht sterben. Wie der blöde Kackkopf nicht ins Gras beißen will. Das glaube ich einfach nicht. Was willst du? Voll nervig. Campbell! Was war Feuer das? Frei! Wir haben was? Waren das schon alle? Wir haben es geschafft! Wow, mega leck. Gleich noch zum Abschluss. Haben wir es gepackt? Nicht auf uns feuern, Jungs. Hierher, Paddock! Wow. Bei mir sammeln! Verstanden? Wir haben es geschafft! Wir haben Brothers in Arms und den Plan durchgezogen. Wie schnell uns die Kontrolle entglitten ist. Sie haben geholfen, ein wichtiges Ziel zu erreichen. Wenn die 82. Saint-Sauveur nicht genommen hätte, wäre der Sturm auf Cherbourg zum Rohrkrepierer geworden. Ja, wie viel wir aber verloren haben dabei. Was ist, Sergeant? Ja. Nun, ich dachte, ich könnte das schaffen, was Baker nicht geschafft hat. Aber ich habe versagt. Ich habe Doyle im Stich gelassen. Nein, mein Sohn. Sie haben getan, was getan werden musste. Ja. Genau wie Sergeant Doyle. Sie können stolz auf sich sein. Tolle Musik. Nebenbei. Na, ich hoffe jetzt nicht, dass ich wegen dem wieder... Wir haben es gepackt. Das war's. Das war das Spiel. Ich lasse jetzt das noch durchlaufen mit dem ganzen. Mein Fazit kommt am Ende. Ich glaube, hier halte ich dann schön die Fresse, wenn die beide talken. Das Ende der Geschichte. 1944. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei.
Das war vor 5 Tagen. Ich weiß noch, wie er auf dem Weg nach Saint Martin die ganze Zeit von sich erzählt hat. Die ganze Lebensgeschichte. Mein voller Name lautet Seamus Doyle. Wisst ihr, Seamus, so hieß mein Vater. Schon komisch, ich habe ihn nie gekannt. Daher habe ich nie verstanden, warum mich meine Mutter ausgerechnet nach ihm benannt hat. Und meine Mutter war auch nicht ohne. Hat mich einmal nachts um 3 den Abwasch machen lassen. Ich meine, sie konnte kochen, oh ja. Aber der Geruch. Und einmal hat sie meine Schwester beim Knutschen erwischt. Hat ihr das Kleid zugenäht. Der Junge konnte reden. Keine weiteren Fragen. Alles, was Sie gesagt haben, war wichtig. Es wird uns sicherlich weiterhelfen. Sergeant Herzog, Sie sollten sich jetzt ausruhen. Wir haben keine Zeit, um uns auszuruhen, Sir. Hat ganz schön gedauert. Corian. Hatte eine Menge zu erzählen. Den hatten wir ja auch in unserer Einheit, ja. Corporal Sam Corian, Sir. Wie lief's mit Colonel Marshall? Hab ihm das Ohr abgekaut. Ja, ich auch. Wir sollten ein Buch schreiben. Baker und Red. Durch die Hölle und zurück. Warum nicht Red und Baker? Weil ich vor dir befördert wurde. Okay. Wenn wir jemals nach Hause kommen, kaufe ich dir einen Whisky. Ich mag Whisky. Ja, liebe Leute, das war Brothers in Arms Earned in Blood. Ein wirklich toller Taktik-Shooter für alle, die gerne etwas taktischer spielen und sich gerne damit identifizieren. Wirklich ein super, super, super tolles Spiel. Hat auch seine Tücken. Ich würde mal sagen, der Aimbot-Mörser wurde noch unfairer gemacht als im ersten Teil. Sowie die Panzer. Habt ihr gemerkt, dass wir auf sehr viele Panzer gestoßen sind in diesem Spiel. Ich fand die Stellen meistens ein bisschen unfair, weil der Panzer halt nicht mehr mit Nades kaputt zu machen war, sondern nur noch mit Panzerfäusten. Deswegen da einen kleinen Minuspunkt. Sonst aber richtig tolles Spiel, kann ich jedem empfehlen, auch Leute, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen oder sich damit identifizieren können, wirklich mal spielen. Ihr merkt bei euch Sachen, die bei euch noch nie gefunden habt. Zum Beispiel wollt ihr unbedingt alle nach Hause bringen, wenn ihr das zum ersten Mal durchspielt. Ihr wollt wirklich keinen Mann verlieren und es schmerzt einem auch extrem, wenn man einen verliert. Deswegen, sehr, sehr, sehr tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Das war's von Brothers in Arms Earned in Blood. Wir sehen uns bei Brothers in Arms Hell's Highway, der 3. Teil der Saga. Der wird dann in Holland spielen, auf den sogenannten Hell's Highways, wie schon im Titel, nämlich in Holland. Und wir werden uns da sehen. Dieses Spiel ist dann wieder blind, weil ich die beiden Spiele Road to Hill 30 sowie Earned in Blood schon mal gezockt habe. Das 3. Spiel davon wird komplett blind sein. Deswegen freut euch drauf. Ich freue mich auch, die Saga weiterzuspielen. Kenne die Story nur noch bruchstückhaft, weil ich bei einem Kollegen das mal gesehen habe, weil er mir unbedingt gesagt hat, ich soll mir das mal reinziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch, auch wenn ich vielleicht ein paar Stellen nichts gesagt habe, das Spiel näher bringen. Ihr konntet ein bisschen mitleiden. Vielleicht habe ich euch auch dazu inspiriert, das Spiel selber zu holen und durchzuzocken. Und mit diesen Worten sage ich Peace. Ich bin draußen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.